Willkommen zu einem weiteren gruseligen Indie-Horror-Let's Play. Wir spielen heute gemeinsam The Snare Below. Wahrscheinlich geht es um Greis Mama, die unten im U-Bahn-Schacht festsitzt, weil sie dort ein altes Fischbrötchen oder sowas gefunden hat. Oder ein paar Waisenkinder, was weiß ich, was ebenso da unten alles drin rumrennt. Lasst eine Bewertung da, let's go. Mitten in der Nacht in so einem alten Bahngleistunnel, warum nicht? Ich meine, wenn man das unbedingt machen will, wenn man unbedingt sterben will, klar. Klingt geil, aber die Grafik ist richtig gut und das Ganze hier ist ein komplett kostenloses Spiel. Greis Mama, bist du hier? Ich habe ein leckeres Fischbrötchen für dich. Schmeckt das lecker. Und eine Ratte. Wir können beides kombinieren. Rattenfischbrötchen. Klingt geil, oder? Würdet ihr hier reingehen? Also ich easy, klar. Sofort. Was haben wir denn hier? Irgendeine Warnung. Warm Wishes. Judith. Was ist das für ein Knacken und für ein Gickern? Hier unten lauert nicht Greis Mama, sondern der Predator. Was ist das hier drüben? Strom? Ich glaube, hier ist Strom. Ich glaube nicht, dass wir hier durch können. Oh, ich glaube, die Taschenlampe kann sogar leer gehen. Unangenehm. Gehen wir mal hier rein. Batterien und ein alter Minenarbeiter. Früher war es eine alte, verfluchte Mine. Hier unten leben die Wendigos. Der alte Bahnhof. Ach, wir können die Dinger sogar drehen. Aber irgendwelche Informationen gibt es hier leider nicht. Oh. Das scheint sogar noch zu funktionieren. Aber wie gesagt, das sieht echt unglaublich gut aus. Ha. Habe ich jetzt hier drüben den Strom abgestellt? Ja. Boah, ist aber auch super dunkel hier drin. In die Richtung sind wir noch gar nicht gegangen. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ich wage es, einen Blick um diese Ecke zu werfen. Ende. Nur die Ratte ist hier. Ganz schön schnell, das Biest. Achtung, und totgetreten. Oh, ich habe Füße. Krass. Schuhe. Also wie gesagt, grafisch. Wow. Für so einen kleinen Indie-Mann. Okay, wenn meine Batterie leer geht, muss ich dann die Batterie nachladen. Wir können auch reinzoomen. Gehen wir mal weiter. Oh, da hinten ist Licht. Das Wartungspersonal wurde gefressen. Alle tot. Noch mehr Strom, glaube ich. Irgendwas funkelt da hinten. Hallo, ist hier irgendjemand? What the... What the fu? Alter, was ist das? Was zur Hölle ist das? Das ist eine Drohne. Geil, Alter. Ey, das ist richtig geil, ne? Ich dachte, was kommt jetzt für ein Vieh da hinten raus? Ich hätte mich beinahe eingeschissen. So ein fieser Trick. Ach, du kommst mit. Okay, das sind irgendwelche alten Bunker. Au! What? Okay, ich... Nicht schlecht. Das hat mich 2 HP gekostet. Boah, es sind eben noch so die guten Alten aus dem Führerbunker.
gute alte Nazi-Qualitäts-Mausefallen, wenn du da reintrittst. Verlierst du deinen halben Fuß. Was ist das denn hier? Take. Okay. Wenn meine Taschenlampe leer geht, kann ich irgendwie nachladen? Habe ich irgendwo ein Inventory auf Tab vielleicht? Ah. Ich habe eine Bandage gefunden. Alles klar, Kumpel. Wie er da durchgewabbelt ist. Okay, du bist dabei, ne? Wir beide. Mein Geisterkumpel und ich und seine Drohne. Da unten treibst du dich rum. Okay, wenn ich hier lang gehe. Ist das wieder so ein Ende? Diese Stille hier unten, ne? Diese unheimliche Stille. Nee, anscheinend geht's hier wirklich weiter. Ha, ein mysteriöses Licht hier drüben. Was ist das denn hier? Oh, hier wird's nass. Hier wird's feucht. Ich glaube, da gehe ich lieber nicht lang. Ey, du kannst doch fliegen. Könntest du mal vielleicht da drüben gucken gehen? Das wäre echt richtig nice von dir. Wow, verflucht! Was war das jetzt schon wieder? Schon wieder eine Mausefalle? Ha. Tja. Diesmal hat's nicht mich erwischt, sondern die verdammte Ratte. Was zum... Irgendeine Erklärung hierfür? Leuchtende Kristalle? Noch ein altes Foto. Okay, das Ganze ist hier irgendwann eingestoßen. Reed. Heavy Rains. Kollaps in den 15ern. Na gut. Ja, und sonst? Nochmal eine Bandage, die ich mitnehmen kann. Alter, die Ratte läuft ja komplett aus. Stimmt mit der nicht. Kumpel? Shit, ich habe meinen Geisterdrohnenfreund verloren. Der ist weg. Oh oh. Warte mal, ich brauche erstmal wieder hier ein bisschen Juice. Was sind das hier für merkwürdige Kristalle? Aber man kann sie nicht mitnehmen. Kann ich zuhauen? Oh yes! Was zu saufen! Ich habe eine Laterne gefunden. Was war das? Eine Uhr. Welche Turbinen haben sie gebaut? Bunkertür wieder. Noch irgendein Foto. Ah, was haben wir hier? Nichts. Geil. Aber das kann es doch nicht gewesen sein. Ich gehe jetzt hier in die Ecke und... Hier ist rein gar nichts. Die Leute wollten nicht arbeiten für das Projekt. Viele, viele schreckliche Dinge sind hier unten geschehen. Ey, Drohne! Oh nein, wir gehen tiefer hinein. Ist das eine geile Idee, noch tiefer hier in dieses Tunnelsystem hineinzugehen? Jetzt soll ich da durchkriechen. Ich kriech da doch nicht rein. Ich habe mich jetzt schon hart verlaufen. Oh Gott! Diese Drecksmause fallen! Oh Gott, du schon wieder! Moment! Moment, du bist... Bist du echt? What the fuck?
Warte! Ich bin tot! Was zur Hölle läuft denn hier für ein Crazy Bull? Na, Gott sei Dank bin ich hier gelandet. Okay, wir können hier rein. Wir können auch hier durch. Also da drüben ist irgend so ein fieser Killer-Ghoul. Aber was ist aus der Drohne passiert? Warum ist das Ding auf einmal lebendig? Oh, wenn ich mich hier so gegen die Wand lehne, verschwindet mein Licht komplett. Pure Finsternis. Ist das hier der richtige Weg? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wo bin ich jetzt? Waren wir hier schon? Zeig mal her. Sie haben sich ja weiter reingebuddelt. Vorsicht, hier ist wieder so eine krasse Mausefalle. Und mysteriöse Kristalle und eine tote Maus mit leuchtenden Augen. Okay, what the fuck, da drüben geht's weiter. Also sie haben wahrscheinlich die Dinger hier als Energiequelle verwendet. Aber warum habe ich das hier? Warum sind diese Dinger hier? Die müssen irgendeine Bedeutung haben. Kann ich damit irgendein Vieh ablenken oder anlocken? Labor, das abgebrochen wurde. Ich höre auch Geräusche. What the fuck? Habt ihr es gerade gehört? Alter, das Ding ist ja schon wieder hier. Wow, 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 wow. Okay, ich bin komplett verwirrt. Hier bin ich rausgekommen. Gehen wir mal hier lang. Ich würde nur gerne wissen, warum bist du auf einmal lebendig? What? Jetzt bin ich wieder hier. Okay, ich muss gucken, dass ich Ausdauer behalte. Gehen wir hier lang. Es ist halt so ein verdammtes Labyrinth. Okay, hier waren wir noch nicht. Wow, holy shit! Du fieser Sack, du. Ha! Okay, hier geht's hoch. Weg, 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 weg. Ja. Ich hoffe, das Vieh kann keine Leitern hoch. Okay, es kann keine Leitern hoch. Ich mag dich nicht, Boogeyman. Oh, ich dachte, wir fallen nach unten. Ich bin komplett blind. Ich glaube, hier ist ein Weg vielleicht. Das Ding sieht zwar super tight aus, aber ich kann mich durchpressen mit meinem Kinderkörper, den ich besitze. Ich habe mir einfach hier die Rippen gebrochen und die Schultern ausgekugelt und jetzt geht das irgendwie. What the fuck? Das Ding bricht jetzt aber nicht durch, oder? Klingt irgendwie hart instabil. Ah ja. Moment, kann ich hier aufstehen? Nee, leider nicht. Wie geht's eigentlich meiner Taschenlampe? Ich sehe gar keine Anzeige mehr, was Energie angeht. Wir haben doch auch noch hier so eine Laterne gefunden. Okay, Energie habe ich noch ganz gut. Was ist das hier drüben? Finde einen Weg zurück zum Eingang. Nicht sterben. Dankeschön für diesen Profi-Tipp. Ey, ich habe eine geile Idee. Ja, was denn? Wie wär's mit nicht sterben?
Na, leck mich doch, darauf wäre ich nie gekommen. Bist du auf die Nummer gekommen? Jo, ich sehe absolut nichts. Also, wenn ich hier die... Auf der 2 ist hier diese Lampe. Das Ding bringt mir gar nichts. Wahrscheinlich, weil ich knietief... in Scheiße schwimmen. What the fuck? Okay. Heilige Scheiße, was ist das? Das ist niemals dieser Ghoul. What the hell is this? What the... Wow, wow! Was zur Hölle bist du denn? Alter, was ist das für eine Kreatur? Okay. Okay. Du kommst hier nicht rein, ha? Huh? Wow, also damit habe ich jetzt irgendwie auch nicht gerechnet. Vielleicht sollte ich speichern, man kann dem Spiel... Kann jemand bitte diese Mausefalle wegwerfen? Ich speichere hier. Yo, hab gespeichert und ich muss erstmal den Weg finden. Es ist so verwirrend. Ich bin gerade 4-mal völlig falsch gerannt und dann gestorben. Aber ich glaube, jetzt habe ich den Weg gefunden. Denn wir müssen ja dahin, wo wir reingekommen sind. Und hier oben ist der Bunker. Hier oben ist der verfluchte Bunker. Aber wo ist mein Homie mit der Drohne? Ich bin maximal verwirrt. Was haben wir denn hier? Was ist das? Erste-Hilfe-Kit. Ich habe so viel Heilung. Ich brauche Batterien. Und ein Salamander. Ein Verstrahlter. Irgend so ein Tschernobyl-Fallout-Salamander. Ja, mit dem kann ich nicht besonders viel anfangen. Okay, wo bin ich denn reingekommen? Hier. Nee. Doch. So. Ich höre Zivilisation. Hier ist die Katze. Boah, mit der Lampe kannst du nichts anfangen. Die strahlt so krass. Hier war die Katze. Licht! Ja! Da drüben war der Strom. Riesiges, widerliches Monster. Ist nicht mehr hier. Ist weg, das Vieh. Okay. Mir geht's gut. Mir geht's absolut gut. Vielleicht kann ich damit brutzeln. Jetzt müsste nämlich hier wieder Strom sein. Ha! Und wenn es jetzt durchrennt, ist es tot. Was war das für ein Geräusch? Klingt wie, als würde jemand... Kaffeebecher füllen. Okay, hier müsste es rausgehen. Oh, Freiheit. Endlich. Nichts wie raus hier. Weg. Was? Ich kann hier nicht raus? Warum nicht? Hallo. Das gibt es doch nicht. Ich soll doch hier hin. Ja, find the way back to the entrance, don't die. Was ist denn jetzt das Problem? Muss ich das Monster irgendwie noch mitnehmen? Das war der Eingang. Ha. Huh. Mysteriös. Hab ich irgendeinen Bug erwischt? Hier geht's nicht weiter. Hier war ja auch Ende im Gelände. Ja. Oder wir müssen den Strom auslassen. Ich mach nochmal den Hebel runter. Oder es ist wie in der freien Natur. Du musst den Ort so verlassen, wie du ihn betreten hast. Gut. Kannst du haben, Spiel.
Ich mache einfach hier das da. So. Dann gehen wir hier raus. Müsste doch jetzt eigentlich passen. Also ich muss sagen, optisch richtig gut. Ja, es sieht richtig gut aus, kann man nichts sagen für ein Indie-Game, gratis Itch.io-Spiel. Monster-Design richtig gut, aber ja, ne? Ja. Man merkt halt, ist wie so eine Demo. Nö, ich komme nicht raus. Gut, ich habe eben gerade mal geguckt, ob ich falsch bin. Nee, normalerweise sollte ich hier rauskommen. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Aber das war's mit diesem wunderbaren Spiel. Danach kommt auch nichts mehr, keine Cutscene, gar nichts. Lasst eine kleine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß ja nie, wie die Spiele sind. Ich zock die blind und lass mich überraschen. Auf Wiedersehen und tschüss!